Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute, wer sich ein bisschen auskennt, hat vielleicht schon im Intro erkannt, in der Nähe von der Halde Hohewart hier. Und was ist direkt daneben? Richtig, Halde Hoppenbruch. Und ich war das letzte Mal da, boah, das war ganz am Anfang mit dem Talk, da war der Steve auch noch mit dabei und so. Ja, das ist ewig, ewig her. Ja, jetzt nutzen wir mal die Zeit, allerdings auf dem Fokus, diesmal mit E-Bike. Und wir fahren einfach mal ganz gemütlich die Halde Hoppenbruch ab. Da soll ja auch dieses Jahr ziemlich viel neu gekommen sein. Und ich habe noch gar nichts davon gesehen. Ich war dieses Jahr noch kein einziges Mal da. Und ja, generell halt erst nur ein einziges Mal. Und das schauen wir uns heute mal ganz entspannt an, was es da so Neues gibt, wie es da so aussieht und so weiter und so fort. Ja, die Michi ist auch mit dabei. Und die ziehe ich gleich mit dem Fokus hoch, dann sind wir ein bisschen schneller wieder oben. Und ich mache mich jetzt ganz schnell fertig und dann geht's ab, weil wir haben schon echt spät, müssen ja noch ein paar Abfahrten schaffen. Viel Spaß beim Video. Oh, jetzt habe ich natürlich hier wieder alles verknotet. Oh. So, kleine Michi, ich bin fertig. Können wir jetzt endlich Radeln fahren? Ja, ja. Übrigens, ganz wichtig, immer Durstlöcher trinken. Dann läuft er mal besser. Vor und nach dem Trail fahren. Zum Anfang wollten wir mal ganz entspannt den Single Trail fahren, denn den bin ich tatsächlich noch nie in meinem Leben bisher gefahren. Ich habe auch keine Ahnung. Aber wir fahren es einfach ganz entspannt ab. Ein paar Doubles hier. Okay. Okay. Okay, Michi ist noch am Start. Was ist das hier? Ah, Steine. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, wo es hier wohl weitergeht, ne? Fährt man jetzt hier links oder rechts? Okay, links. Ah, das ist doch nicht richtig, oder? Ah doch, ist richtig. Ja, du hast auch gar keine Landung. Aber es ist cool, wenn man das kennt, glaube ich, hier. Okay. Ah. Falsch gefahren. Ah, Pedale. Boah, richtig schöne Anlieger haben die hier gebaut. Krass. Okay, der Sprung ist gesperrt. Nach der ersten Runde Single Trail standen natürlich noch ein paar andere Trails an. Allerdings hat die Michi uns erstmal hier in die Karpaten geführt, wo wir uns dann ein bisschen verlaufen haben. Aber zum Glück haben wir ein paar Jungs getroffen, die uns dann gezeigt haben, wo es wieder richtig berghoch geht. Und da wollten wir uns dann die anderen Strecken anschauen. Vor allem stand ja noch dieser Palettensprung an, den ich mir das letzte Mal angeschaut hatte und dachte, ich könnte drüber fahren, aber irgendwie einfach zu viel Angst gehabt habe. Und dieses Mal dachte ich mir, geht das bestimmt klar. Erstmal Freeride. Also das ist eine Blue Line. Ich weiß gar nicht, was so eingeschätzt. Das ist eine Blue Line. Oh. Oh nein. Ich habe auch gar keine Ahnung, was kommt. Fahren das einmal, ja?
Hoppa. Wohin? Wohin? Wir haben übrigens an dem Tag den absoluten Luxus hier genossen, weil wir eigentlich in Urlaub nochmal fahren wollten. Aber irgendwie konnten wir uns nicht entscheiden und es stand irgendwie in Österreich auch überall Schnee an, weswegen wir uns dann entschieden haben, einfach ein paar Spots hier bei uns in Deutschland abzuklappern. Ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, wie es euch geht, ob ihr denkt, man muss immer irgendwie wegfahren, um eine coole Zeit zu haben, oder ob wir auch einfach bei uns ziemlich coole Spots haben oder ihr halt bei euch in eurer Umgebung. Kommt dann wieder hoch. Weil wir uns beide nicht mehr sicher waren, ob man hier einfach auch easy alles überrollen kann, dachte ich mir, komm, ich fahre mit dem E-Bike schnell einmal runter und wir checken einfach mal ab, ob das Ganze auch für die Michi easy abrollbar ist. Okay, der kickt wahrscheinlich. Ah, krass. Leute, vor dem Sprung hier habe ich mich so krass eingepisst. Letztes Mal. Jo, der ist auch weit, ne? Vielleicht auch oben den Sprung konnte ich nicht richtig sehen. Da gibt es ja noch einen anderen. Da bin ich jetzt den rechten gesprungen, glaube ich. Ne, den linken. Wir haben uns dann noch gemütlich den restlichen Teil der Jumpline angeschaut, wobei mir dann bewusst geworden ist, dass hier doch schon noch so ein paar knackige Sprünge auf der Line sind, die man sich auf jeden Fall für die nächste Saison nochmal vornehmen kann. Allerdings wollte ich auch nicht nur einfach die Lines abfahren hier, sondern auch mit der Michi einfach so ein paar Sachen üben, uns rantasten und so weiter und so fort. Deswegen sind wir jetzt hier nicht einfach nur Abfahrt für Abfahrt gefahren, sondern haben uns dann zum Schluss noch ein bisschen die Freeride vorgenommen. Ich glaube, die Sharkfin ist eigentlich nicht schlimm. Die Landung ist doof, ne? Ich kann euch gar nicht genau sagen warum, aber an dem Tag hatte ich einfach am allermeisten Bock auf diesen Single Trail. Vielleicht weil ich denke, ich fahre jetzt ein Mallet Bike und bin deswegen extrem wendig oder sowas, oder vielleicht einfach weil ich weiß, die Offseason steht an und ich fahre mehr Trails und deswegen möchte ich sowas vielleicht trainieren. Aber mir war gar nicht mehr so nach großer Airtime, deswegen ging es nochmal zum Abschluss auf ein paar Runden auf dem Single Trail. Die Pedale, Alter. Du lügst! Du hast gelogen!
Hier konnte man doch auswählen. So langsam neigte sich das Sonnenlicht auch dem Ende zu und die vorletzte Abfahrt stand mal wieder an. Also noch eine letzte Runde auf dem Single Trail, der wirklich für den Tag mein Favorit hier auf der Halde Hoppenbruch war. Vielleicht wird der ein oder andere gerade sagen, hey Daniel, fahr doch jetzt mal das Bush Gap da unten oder du musst unbedingt mal das Bush Gap fahren und so weiter und so fort. Dazu möchte ich euch einfach sagen, ich bin einfach wirklich nicht so scharf auf das Ding. Es sieht jetzt nicht besonders spaßig oder sowas aus oder irgendwie, als wird mir das unglaublich viel geben. Und ich bin ehrlich, ich habe einfach auch ein bisschen Schiss vor dem Teil, weil sich da einige abgelegt haben und auch ja der Marc, obwohl der Marc das mittlerweile blind wieder fährt einfach so, was ich echt krass finde nach einem Sturz. Aber mir ist einfach nicht so am Ende der Saison nach großen Risiken und ich bin einfach happy, dass man gesund und munter durch die Saison gekommen ist. Und ich finde, da muss man einfach nicht noch unglaublich viel riskieren. Generell ist dieses Thema Riskieren ja so eine Sache. Das Mountainbiken ist einfach ein gefährlicher Sport und man darf es auf keinen Fall unterschätzen. Deswegen bin ich einfach happy und habe ein bisschen Spaß und ich brauche gar nicht immer nur so krasse Features. Auch wenn einige von euch dann vielleicht wieder denken, ich mache nicht genug Progress oder so. Ich für mich fühle mich viel, viel sicherer auf dem Bike als in der letzten Saison und ich weiß für mich, dass ich echt ordentlichen Sprung gemacht habe und wirklich Progress gemacht habe. Deswegen bin ich happy mit der Zeit bisher gewesen und dabei mag ich es auch dann manchmal einfach belassen. Das ist cool so. What's poppin', Leute? Herzlich willkommen zur Abmoderation des heutigen Videos. Wir waren an der Halde Hoppenbruch. Es war sehr schön. Es war ein schöner Tag. Schöne Strecken. Hat Spaß gemacht. Jetzt wird es leider langsam dunkel draußen, weil wir haben ja einfach schon Herbst. Ne? Ja. Übrigens, ich verkaufe gerade meinen Torque. Das heißt, wenn du ein Freeride-Bike suchst, ja, schreib gerne in die Kommentare oder schreib mir mal auf Instagram oder schau einfach bei eBay rein. eBay Kleinanzeigen ist es drin. Ja, also wenn ihr ein Bike sucht, das Torque muss jetzt weg. Ich fahre es einfach zu selten, deswegen muss das Torque leider ja, weichen. Und ja, wir fahren zu Hause, war ein cooler Tag. Michi hat ein paar neue Sprünge gewagt, auch cool.
Ich habe endlich diesen Palettensprung gemacht, wo ich letztes Mal schon Angst hatte. Das heißt, endlich, ich war das erste Mal da, konnte damals ja noch überhaupt gar nichts. Ja, war auf jeden Fall cool, ich mag den Spot, besonders halt mit E-Bike. Ne? Letztes Mal war ich ohne E-Bike da, mit E-Bike ist das natürlich ja fast wie Bikepark fahren. Noch besser wäre die Michi auch ein E-Bike, da muss man nicht immer das Seil benutzen und so. Aber ja. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Jede Woche mindestens 2 neue Videos, ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben, kommentieren, wird mir sehr, sehr helfen. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.